Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mission 4 von Critical Annihilations. Letztes Mal haben wir ja die ersten drei Level Siberia gemacht gehabt und jetzt machen wir hier Nevada, meine ich, war das. Und ja, es gibt tatsächlich Munition unten links und unten rechts. Das hatte ich beim letzten Mal nicht irgendwie ganz gesehen gehabt, erst in der Aufnahme. Von dem her, wundert euch da nicht. Oh, jetzt... Also man sieht's, die Gegner werden immer stärker, haben mittlerweile alle hier Waffen. Immer schön sprinten, 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 sprinten. Das wird was sein hier. Im Übrigen ist hier ein Fahrzeug, aber ich weiß nicht, was ich damit jetzt anstellen soll. Also wir haben nicht unendlich Munition und man muss gleichzeitig vor den Zombies ausweichen, aber gleichzeitig muss man auch alle besiegen. Das ist schon nicht ganz so einfach, aber es macht mega Spaß. Boah, es ist richtig heftig schwer, Alter. Ich bin fast schon wieder tot. Was? Voll schlecht. Aber ich kann es schaffen. Ich brauche irgendwie ein Power-Up oder sowas. Aber die Gegner, die stehen immer direkt drin. Und wenn ich dann mich da dem Power-Up näher... Ich brauche so ein paar Einzelne, die mir was droppen. Weil ich kann da schlecht in dieser Zombie-Menschenmenge, ja. Genau, in dieser mutanten Zombie-Menge reinrennen. Weil dann bin ich echt schnell tot. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße, meine Leben. Gibt es nicht irgendwie Heilung oder sowas? Oh, ich glaube, ich verreck aber gleich. Da war jetzt schon wieder eine Rakete gewesen, aber ich bin zu blöd, um die zu bekommen. Holy shit, meine Leben. Oh, da wäre schon wieder was gewesen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Nein. Ich wollte mir den gerade holen. Was? Ein Endboss? Ernsthaft? Ja, nice. Und den Raketenwerfer habe ich nicht mehr bekommen, oder was? Ich stand doch schon direkt davor. Der hält richtig viel aus. Holy crap. Aber er macht kaum was. Oh, okay, er macht doch was. Man muss aufpassen, er spritzt überall Säure hin. Dass man jetzt nicht direkt da reinläuft. Aber ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Meine Leben, Alter. Einmal, wenn ich jetzt einmal getroffen werde, dann war's das für mich, dann bin ich tot. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hab ihn aber. Ich hab ihn. Ja! Mission geschafft. Boah, das war schwer. Das sage ich euch alle. Das war schwer. Aber ich hab's geschafft, mit ein bisschen Leben. Also, im Vergleich zu den ersten Missionen ist das echt heftig. Aber wir machen mal die nächste. Die fünfte. Weil ich hatte nochmal geschaut gehabt, so viele gab's auch gar nicht. Oh, wo sind wir jetzt? Sie sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich jetzt nicht so. Amerikanische Wüstenstraße. Mit den Kakteen und so. Da ist was, das ist gleich ein Item. Nice, eine Lasergun und einen Raketenwerfer zu Anfang. Das müsste ich doch jetzt eigentlich packen, oder? Ist noch was? Ja, jetzt wird mir hier alles hinterhergeschmissen, oder was? Hä? Oh Gott! Ich habe ja meinen Rocket Launcher. Ach, Plasma ist, wo ist denn mein Plasmagewehr? Ich habe doch gerade geswitcht, ne? Hier gibt's Leben, okay? Das ist gut. Zack. Also man braucht unbedingt einen Raketenwerfer, ohne ist das richtig schwer. Ich brauche mein Plasmagewehr, aber
Wie rüste ich das denn jetzt nochmal aus? Alter, ist das heftig. Ich werde hier auch in einer Tour getroffen. Plasma Shield. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber okay. Das war nicht schlecht. Oh Gott. Ich werde hier leicht umzingelt, aber nur leicht. Das macht ja mega Spaß hier. Ah, hier gibt's ein großes Medipack. Nochmal Medipack. Oh, hä, wo ist denn das hin? Rocket Launcher? Kann der Kaktus mir eigentlich auch Schaden machen? Ich hab da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ah, lol, meine Leben. Hat mich das scheiß Biest echt getroffen? Ey, da musst du echt aufpassen. Oh Gott. Nein, ich glaube, die Mission schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht. Das könnte mein Ende sein, wenn ich jetzt kein Medipack finde. Da ist eins. Nein! Ach man! Da wollte ich mir das holen, aber dann habt ihr gesehen, wie schnell ich dann auf einmal tot gegangen bin. Oh, ich will das Level unbedingt schaffen, aber das ist richtig schwer. Wie die Schwierigkeit zunimmt. Ah! Das sind jetzt alles echte Spieler hier, oder was? Mit den Punkten. Ich habe 1300. Ja, okay, ich bin nicht dabei. Kannst du das Level überhaupt schaffen? Geht das überhaupt? Das ist der Level davor, habe ich auch geschafft, ne? Eigentlich müsste man das schaffen, aber das war so krass schwer. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das gar nicht mehr geendet hat. On the road. Ich finde, dass diese Schattierung im Hintergrund auch mega cool. Wie die Gegner so irgendwie unscharf sind. Das sieht richtig cool aus. Ich behalte jetzt aber mal meine Lasergun. Nehme ich mir das und dann nehme ich mir das und das. Ich behalte jetzt so lange, bis sie leer ist. Dann. Rocket Launcher müsste ich theoretisch eigentlich auch haben, ne? Damit kann ich ja nur Zombies töten, fällt mir gerade auf irgendwie. Ach, wenn ich Waffen gleich sofort wechsle. Oh, nice, schaut mal. Oh, Slow Motion. Was, wie cool, was gibt's denn hier bitteschön für geile Sachen? Jetzt habe ich hier noch ein Helfer, der mir so hilft. Boah, sieht das cool aus. Richtig geil. Ah, jetzt kriege ich doppelte XP oder was? Boah, hier werden mir jetzt Sachen hinterhergeschmissen. Kannst du nichts gegen sagen, auf jeden Fall. Okay, jetzt wird es schwieriger. Ja, man merkt's. Man merkt, es wird schwieriger. Theoretisch könnte ich auch Level überspringen, wa? Ein bisschen Medipack. Oh, irgendwie lohnt sich der Rocket Launcher mal nicht so. Ah, schon nice. Ist aber auch schwierig. Holy crap. Muss erstmal die Großen besiegen irgendwie. Rocket Launcher habe ich noch ordentlich Munition. Vielleicht soll ich den öfter mal benutzen. Ich weiß ja nicht, wie sich das lohnt. Oh Gott, ich werde schon wieder, bin schon wieder richtig unter Beschuss hier. Boah.
Neue Muni, neue Muni. Was? Hoch, jetzt übertreiben sie aber. Das ist Muni für irgendwas. Meine Lasergun. Ich habe gerade richtig Glück gehabt. Mir wurden Leben zugeschmissen. Ich ballte jetzt aber mal die Lasergun. Ist auch cool. Boah, wie einfach immer mehr Gegner kommen. Ich glaube, das Level kannst du gar nicht schaffen. Ich glaube, du musst so lang überleben, wie es geht. Hohohohohoho, ist das schwer. Guckt euch mal das Schlachtfeld an. Überall Blut, überall Krater. Das ist ja heftig. Weil ihr seht es vielleicht, ich gebe hier alles, aber irgendwie... Irgendwie bringt es nichts. Oh, holy shit. Frisst es. Alter. Ey, ernsthaft. Die Gegner, die hören gar nicht mehr auf. Und dann habe ich gerade ein Medipack gehalten. Oh, jetzt wird's knapp für mich. Jetzt wird's ziemlich knapp. Wow. Shit. Ich bin gleich tot, glaube ich. Ich komme jetzt auch noch so relativ schwer in die Items. Ich muss mir Gegner spawnen. Ja, ich bin tot. Das Level schaffst du nicht. Das Level ist geht nicht. Ja. Glaube ich mal, dass man das nicht schaffen kann. Oh, jetzt sind auch die Spiele aufgelistet. Also 200.000 hat einer. Ohohohoho. Krasser Scheiß, Alter. Dann switchen wir jetzt mal Level. Nee, ich will das nicht nochmal machen. Main Menü. Dann mache ich jetzt eben noch das andere. Ready. Das kann ich gar nicht machen. Scheiße. Wie soll ich denn das schaffen? Das geht doch gar nicht. Oder muss ich vielleicht zuerst die großen erledigen? Ich probiere es jetzt noch einmal. Vielleicht spawnen dann weniger von den kleinen, ne? Wenn ich jetzt zuerst auf die großen gehe. Boah, ist das schwer, Alter. Das ist richtig schwer. Oder ich muss halt einfach am Anfang jetzt in diesem Level erstmal leveln, dass ich mehr Schaden mache, dass ich mehr Leben habe, weil ich bin ja momentan Level 6, ne? Das kann sein, dass ich, wenn ich höheren Level habe, dass die Gegner dann schwächer sind, dass ich dann da ein bisschen mehr reißen kann. Kann ja sein. Ich gebe mir mal Mühe. Wir machen einfach jetzt nochmal einen Run. Kann ja nur besser werden. Auf jeden Fall macht das Spiel riesen Bock. Kann man nicht anders sagen. Jetzt gibt es doppelte XP. Oh, eine Shotgun. Ich glaube, die behalte ich. Die ist nämlich relativ nice. Mit der spiele ich ganz gern eigentlich. Die ist nice, die Shotgun. Die ist nice. Kannst du alle richtig auseinandernehmen. Hohoho. Wie viel Muni hat die denn? Naja, ein bisschen, ne? Ich wechsle mal wieder. Weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Was sind das für eine geile Waffe, Alter? Boah, hier gibt's schon krasse Waffen. Ich geh jetzt einfach mal auf den hier. Oh, wow, der macht mir richtig Schaden. Nicht da rein. Was? Ich bin schon tot. Das zählt jetzt nicht. Das. Damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden.
Das spiele ich nochmal. Also das war ja mal sowas von schlecht. Aber ich habe trotzdem 1000 Punkte bekommen, ne? Dafür. Für das andere 2000, ne? Ne, wie viel waren das? 7000, ne, gar nicht. Weiß ich schon gar nicht mehr. 5000. Alter. Die Anfangsgegner, ich glaube, die geben einen nur eine grobe Auswahl an Waffen. Mit was man so gerne spielen möchte. Ah, doppelte XP, die brauche ich. Eine Shotgun, die nehme ich auch gerne. Ich bleibe jetzt mal bei der Shotgun. Was ist das? Oh ja, nice. Das läuft doch schon mal gut. Ich baller jetzt so lange mit der Shotgun, bis sie leer ist. Ich darf mich nicht einengen lassen. Na, kommt her. Das Problem ist ja halt auch bei dem Spiel, die kommen echt von allen Seiten und umzingeln dich. Das heißt, du musst echt aufpassen, dass du dann eine freie Lücke nimmst und so. Das bist du echt geliefert. Ja, ein Turret. Aber die machen das ja relativ schnell kaputt, wa? Ich bin auch schon fast wieder tot. Die eine Runde war richtig nice, aber ich weiß nicht. Irgendwie bin ich gerade nicht so gut. Kann ja nur besser werden. Oh, jetzt bin ich ein bisschen schneller, glaube ich, wa? Shit. Gucken, wie viel ich diesmal schaffe. Es ist auch manchmal, sag ich mal, mehr Glück als Verstand. Aber wenn man direkt in die Menge reinballert, dann weiß ich nicht, dann geht's eigentlich. Aber das Risiko ist natürlich dann auch höher, weil du von mehreren hier im Visier bist. So ein Mist, wir machen noch eine Runde, weil ich habe das Spiel aufzusehen gerade geschlossen. Ich bin ein bisschen höher mit meiner Maus getappt und dann habe ich das Spiel angehalten, dann habe ich es irgendwie geschlossen, wie auch immer ich das geschafft habe. Aber das muss man erstmal schaffen, wa? Wir haben erst 18 Minuten aufgenommen und dann das Video, also das Spiel, sage ich jetzt mal, auch in gewissen längeren Abständen mal kommt. Erlaube ich es mir einfach mal, dass ich das jetzt, weiß ich nicht, über 20 Minuten mal aufnehme. Sonst lohnt sich das ja mal nie richtig, finde ich jetzt einfach mal. Mir kommt es halt immer nur mal ein bisschen länger vor, dass ich jetzt das Spiel spiele, sage ich jetzt mal. Und dass mir das von der Zeit her länger vorkommt, als ich es im Grunde genommen eigentlich mache. Dann versteht, was ich meine. Oh, jetzt bin ich wieder schneller. Okay, nice. Ich krieg wieder Hilfe. Der lohnt sich irgendwie immer, finde ich, nur am Anfang. Weil die Zombies hier alle auf dem drauf gehen. Ah, jetzt habe ich das wieder, okay. Das ist nice, das ist echt cool. Was? Es läuft doch gerade. Jetzt kommen die wieder dazu, jetzt wird es wieder schwieriger. Wie viel habe ich von denen eigentlich? Ordentlich, wa? Boah, sie ist... Alter, die Waffe ist ja mal mega... Krass, OP. Nein, die ist leer. Meine Leben sind auch gleich wieder weg.
Oh nein, ich bin wieder umzingelt hier. Holy shit. Alter. Eigentlich ist schon richtig lange zu überleben. Dann kannst du auch, meine ich, den Rocket Launcher hier verschießen, wie du willst. Der bringt was. Wenn der leer ist, ist scheißegal. Hauptsache, du hast da deine Punkte und deine Gegner erledigt. Ist eigentlich am wichtigsten, wa? Oh, da wäre jetzt eine Shotgun gewesen. Oh, übertreibt halt einfach so viele Gegner. Bin gleich wieder tot. Alter. Hilfe, 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 Hilfe. Alles verballern, was ich noch hab an Raketen. Ja, ich gleich tot bin. Nein, oh, ich bin tot. Ich frag mich, wie der eine Typ 200.000 Punkte in diesem Level bekommen hat. Ich schaff gerade mal so über 2.000 oder so. Boah, ist das schwer. Ich bin aber mittlerweile schon Level 7. Level geschafft habe ich aber immer noch nicht. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das ist erstmal Critical Annihilations. Wir werden das auf jeden Fall noch ein paar Folgen Let's Playen. Und dann schauen wir mal. Weil ich würde ja ganz gerne dann doch nochmal ein anderes Level machen. Die Sache ist aber die. Komme ich halt nicht weiter. Ich muss halt das Level schaffen, aber ich weiß ja nicht, wann da mal Schluss ist, ne? Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.